Heute mal wieder was aus einer völlig anderen Richtung. Ich versuche mal, mich in Polstern in der etwas fortgeschritteneren Variante. Und zwar möchte ich gerne eine Polsternaht machen mit einer sogenannten Paspel. Und was das ist und wie das funktioniert, hoffentlich funktioniert, das will ich jetzt eben mal ausprobieren. Dazu brauche ich jetzt hier ein paar Streifen aus meinem Kunstleder. Also ich hoffe, dass ich es heute nähen kann, einfach aus dem Grund, weil ich keine Ledernadel in der Maschine habe. Aber das wird sich herausstellen, ob es funktioniert. Ich mache heute eh nur ein Musterstück. So, und jetzt schneiden wir mal hier aus meinem roten Kunstleder so einen Streifen aus. So, und in diesen Streifen legen wir jetzt noch eine Schnur hier ein. Die kommt hier so rein, dass der vorne ein bisschen eine Füllung hat. Ich muss mal gucken, wenn ich das tatsächlich, also wenn sich das bewähren sollte, dass das funktioniert, brauche ich eine etwas stärkere Schnur. Die ist mir etwas zu dünn. Aber jetzt für das Teststück sollte es an sich reichen. So, und jetzt haben wir hier so eine Lederpaspel. Die dann zwischen das andere Leder reinkommt. Und jetzt schauen wir mal. Zwei Teile. So, da dazwischen kommt die, und wenn man die umklappt, sollte diese rote Naht dazwischen sein. Und ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, das werden wir jetzt dann mal sehen. Aus mehreren Gründen. Zum ersten Mal, ob die Maschine überhaupt hier durchkommt. Zum anderen das ganze Gewurstliche festzuhalten. Auch kein Vergnügen. Also zumindest durchnähen tut er ganz gut. Schauen wir mal, wie das mit der Stichlinge hinhaut und so.
Und jetzt kommt Überraschung. Ja, das würde gar nicht so schlecht aussehen. Je nachdem, wie man das jetzt als Überzug zieht, wohin man die Flächen setzt.